Schön, dass Sie hier sind, denn hier geht es um ein Thema, das größer eigentlich nicht sein könnte, das aber in den letzten 2 Jahren aus guten Gründen etwas in den Hintergrund vielleicht geraten ist, deswegen aber nicht weniger drängend ist, und zwar die globale Klimaerwärmung und was wir eigentlich tun können und tun müssen, um eine weitere Klimaerwärmung, Temperaturerhöhung aufzuhalten und zu stoppen. Und zwar nicht nur wir als Privatpersonen, sondern es geht vor allem um die unternehmerische Ebene hier und die grüne Transformation. Und ich habe 2 Gäste auf der Bühne, die prädestiniert sind, uns da ein paar sehr, sehr gute Einblicke zu geben. Sie kommen nämlich beide von der Unternehmensberatung BCG. Das ist eine der 3 großen Unternehmensberatungen der Welt, mehr als 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der ganzen Welt. Und Sie kennen natürlich die Unternehmen von innen und wissen, was dort gedacht wird über den Klimawandel, was dort gemacht wird an Anpassungsmaßnahmen, um eben den CO2-Ausstoß so zu reduzieren, wie er reduziert werden muss, um die Klimaziele 2030, 2050 dann auch einzuhalten. Bevor ich Ihnen die beiden näher vorstelle, möchte ich noch mal ganz kurz skizzieren, wie das abläuft. Wir haben eine Dreiviertelstunde, wie gesagt, und wir beginnen mit einer kurzen Präsentation, PowerPoint. Das machen Unternehmensberater üblicherweise so. Das ist auch heute natürlich der Fall. Danach werde ich anfangen und ein paar Nachfragen stellen. Ich freue mich aber auch sehr und die Gäste, denke ich auch, wenn Sie dann sich zu Wort melden, Ihre Fragen hier loswerden. Dafür sind Sie ja auch da, um mit uns in den Austausch zu kommen, und da übergebe ich dann gerne an Sie. Ja. So, jetzt zu unseren Gästen. Zu meiner Linken direkt sitzt Judith Wallenstein. Sie ist Managing Director und Senior Partner bei BCG in München. Vielleicht für eine so herausgehobene Position in der Wirtschaft nicht ganz üblich, aber bei BCG vielleicht doch. Sie haben Geschichte studiert und deutsche und französische Literatur. Und Sie leiten bei BCG die CEO-Beratung, also die oberste Managerberatung in Zentraleuropa, im Mittleren Osten und in Afrika. Pharma ist ein Schwerpunkt von Ihnen, aber natürlich auch die Transformation der Wirtschaft. Und links außen von mir Dr. Jens Burchardt, Partner und Associate Director in Berlin. Sie sind studierter Diplomkaufmann, wissen also auch schon mal, wie ein Unternehmen so funktioniert, haben promoviert an der European Business School, und Sie sind bei BCG der globale Fachmann für Klimawandel und Folgenabschätzung und Umstellung der Unternehmen. Sie beraten Privatkunden, aber auch den öffentlichen Sektor, die Politik, was ganz wichtig ist, denke ich. Und Herr Burchardt ist auch Co-Autor einer Studie, die auch viele Schlagzeilen gemacht hat. Da haben Sie zusammen mit dem BDI, also mit der Industrie, zusammen mal aufgezeigt, welcher Klimapfad eigentlich beschritten werden muss, was in unserer Gesellschaft, in der Wirtschaft passieren muss, ja, um die Klimaziele zu erreichen. Und die Botschaft war, also da klafft noch eine riesige Lücke. Und damit übergebe ich an Sie zu Ihrer kurzen Präsentation. Ja, gern. Dafür stehe ich mal auf, um dem Thema mehr Gravitas zu geben. Wir befinden uns in einem der wahrscheinlich wichtigsten Jahrzehnte der Menschheitsgeschichte, weil es in diesem Jahrzehnt ist, dass die Menschheit noch die Chance hat, das Ziel zu erreichen, den Klimawandel auf 1,5 bis 2 Grad zu begrenzen, weil das ist das Problem. Es wird wärmer auf unserem Planeten, in Deutschland auch. Das globale Ziel, den Klimawandel auf 1,5 Grad zu begrenzen, das haben wir in Deutschland schon verfehlt. Deutschland ist heute schon genau diese 1,5 Grad wärmer, und das löst bei uns heute schon einiges aus. Der deutsche Wald stirbt, der deutsche Grundwasserspiegel ist in den letzten 2 Jahrzehnten weiter gesunken oder stärker relativ gesunken als in fast jedem anderen Land der Welt. Im Ergebnis haben wir jetzt mehrere Jahre gehabt, in denen unsere Landwirte Ernteausfälle in Milliardenhöhe hatten. Letztes Jahr hatten wir verheerende Fluten, die erhebliche Kosten verursacht haben. Um all das möglichst nicht noch schlimmer werden zu lassen und den deutschen Beitrag zur Lösung dieses Problems zu erhöhen, hat die letzte Bundesregierung neue Klimaziele beschlossen, ambitioniertere. Wir planen jetzt, unsere Emissionen bis 2030 fast zu halbieren und bis spätestens 2045 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Das ist, um es ins Verhältnis zu setzen, schon ungefähr das, was Deutschland mindestens als Beitrag zur Erfüllung des Pariser Klimaabkommens auch in der Tat leisten muss. Und diese Ziele
wenn wir sie erreichen wollen, werden in dieser Dekade eine unfassbar ambitionierte Transformation unserer Wirtschaft erfordern, über alle Sektoren hinweg. Um nur ein paar Eckpunkte zu nennen, was dafür passieren muss, um die Ziele in der Industrie zu erreichen, dürfte ab jetzt kein Industrieunternehmen in Deutschland jemals wieder in eine fossile Anlage reinvestieren. Wir müssen parallel schon einen erheblichen Teil unserer fossilen Prozessanlagenbestands austauschen. Heißt Hochöfen, Steamcracker in der Chemie, Zementwerke mit CCS umrüsten. Wir müssen eine industrielle Wasserstoffwirtschaft aufbauen. Wir müssen im Gebäudesektor auch so bald wie möglich aus dem Verkauf neuer Öl- und Gaskessel aussteigen. Im Verkehrssektor schon bis 2030 de facto aus dem Verkauf neuer Verbrenner. All das heißt, dass alle elektrifizieren. Gleichzeitig muss der Stromsektor mehr als die Hälfte seiner Emissionen einsparen. Dafür müssen wir schon bis 2030 statt 38, wie aktuell vorgesehen, aus der Kohle ausgestiegen sein. Und damit das passieren kann, müssen wir in diesem Jahrzehnt mehr Erneuerbare, mehr Netzkilometer und mehr fossile Kraftwerke bauen, als Deutschland jemals in einem Jahrzehnt gebaut hat. All das wird teuer. Wir haben modelliert, dass, um all diese Maßnahmen umzusetzen, Deutschland in diesem Jahrzehnt ungefähr 900 Milliarden zusätzlich investieren muss, also ungefähr 100 Milliarden pro Jahr. Wir sehen es trotzdem nicht so sehr als ein finanzielles Problem. Deutschland ist ein sehr reiches Land. Kapital ist gerade historisch günstig. Das, was das schwierig macht, ist eher, dass diese Investitionen nicht einfach entschieden werden können, sondern dass diese Investitionen von Millionen einzelnen Entscheidungsträgern, Autokäufern, Hausbesitzern, von Zehntausenden einzelnen Unternehmen getroffen werden müssen, denen ich dafür jetzt andere Anreize geben muss, als sie die in der Vergangenheit hatte. Ich muss parallel Infrastrukturausbau in historischem Ausmaß anschieben, in Stromnetze, in Ladeinfrastruktur, in eine Wasserstoffinfrastruktur, in Fernwärme, in die Schiene und all das miteinander koordinieren. Das ist eine unglaublich, unglaublich umfassende regulatorische Aufgabe, die diese Bundesregierung eigentlich in der ersten Hälfte ihrer Legislaturperiode umfassend auf den Weg bringen muss. Unser Eindruck ist, dass sie das zumindest mit sehr viel mehr Ernsthaftigkeit und Ambition tut, als vergangene Bundesregierungen das getan haben. Das reicht, um am Ende unsere Ziele zu erreichen, lässt sich jetzt heute noch nicht seriös beantworten. Aber was es auf jeden Fall heißt und was wir für gesichert haben, ist, dass diese Transformation in dieser Dekade sehr viel fundamental schneller passieren wird. In Deutschland, aber auch in anderen Ländern, als wir das in der Vergangenheit gesehen haben und wahrscheinlich auch vor 2 Jahren noch erwartet hätten. So, wie gucken viele der Unternehmen, für die und mit denen wir arbeiten, da drauf? Da sehen Sie genau, illustriert mal an den Schlagworten, die wir Ihnen hier auf dieses Slide geschrieben haben, weil wir ja immer gerne mit Slides reden. Wie können Sie da drauf sehen? Sie kennen alle das Argument, dass das heißt, naja, aber das ist ja nicht wirtschaftlich, sozusagen. Die Emissionen aus Ihrer Wertschöpfungskette rauszukriegen, ist nicht wirtschaftlich. Grüne Technologien sind nicht wirtschaftlich. So einfach ist das ehrlich gesagt nicht. Wenn Sie sich anschauen, über den Durchschnitt aller Industrien hinweg können Unternehmen ungefähr 50% ihrer Emissionen zu Kostenersparnissen oder zumindest kostenneutral eliminieren. Das ist natürlich ein Durchschnitt über die Industrien. Wenn Sie sich Automobile oder die Nahrungsmittelindustrie anschauen, können Sie sogar 70% ihrer Emissionen sozusagen reduzieren und das Ganze kostenneutral durchführen. Wenn Sie ein Stahlwerk, ein Zementwerk haben, wenn Sie eine Fluglinie betreiben, ist das unendlich viel schwieriger. Ja, und deswegen reden wir über diese besonders hohen Emittenten ja auch immer separat. Aber das heißt, ein ganz erheblicher Teil dieser Emissionsreduzierung ist in der Tat auch kostenattraktiv. Wenn Sie sich grüne Technologien anschauen, sehen Sie, und ich zeige Ihnen gleich ein Beispiel, dass die Kostenkurve für eine ganze Reihe dieser Industrien und Technologien schon sehr, sehr stark gesunken ist. Wenn Sie sich jetzt Carbon Capture und Storage anschauen, nachhaltiges Flugbenzin, dann haben Sie in der Tat eine ganze Reihe dieser Technologien, die nach wie vor das verursachen, was wir grünes Premium nennen. Das heißt, dass sie 2 bis 4, 5 Mal teurer sind als ihre fossile Alternative. Und dass ganz große Anstrengungen momentan in Unternehmen ja auch darin gehen, wie sie in der Tat dieses grüne Premium möglichst schnell nach unten bringen. Sie können aber auch umgekehrt draufschauen, die rechte Seite hier. Und Flugbenzin ist dafür
in der Tat ein sehr gutes Beispiel. Wenn Sie sich Allianzen nehmen, wie die First Movers Coalition zum Beispiel, die das Weltwirtschaftsforum gegründet hat mit einer ganzen Reihe anderer Teilnehmer daran, ist es salopp gesagt ein Stückchen weit auch eine Einkaufsgemeinschaft, um in solche Technologien zu investieren und die Kosten dafür zu reduzieren. Und da sehen Sie eben in der Tat, dass Unternehmen da auch drauf schauen und sagen, na ja, wenn ich mir meine eigenen Ziele anschaue und das, was Flugreisen und sozusagen oder Frachtvolumen, das sie haben, zu meinen eigenen Zielen beitragen, dann müsste ich allein irgendwie schon mal ein Viertel des gesamten momentanen weltweiten Angebots an nachhaltig produziertem Flugbenzin haben. Da sehen Sie dann schnell, dass Unternehmen da auch drauf gucken und sagen, wo werden solche Ressourcen knapp werden und warum lohnt es sich eigentlich früh in die zu investieren? Und die zweite Frage ist es immer, lohnt sich da eigentlich früh zu sein oder warte ich besser mal, bis alle anderen Unternehmen in der Industrie auf den Zug auch aufgesprungen sind und die Regulierung entsprechend weitergekommen ist? Dazu vielleicht auch noch ein paar Gedanken. Hier einfach nur mal für Solarwind und Batterien aufgetragen. Die Nachricht, wir haben historisch immer unterschätzt, wie schnell der Bedarf gestiegen und die Kostenkurve gesunken ist. Wenn Sie sich hier als Startpunkt mal 2010 anschauen und wenn Sie sehen, wie stark die Kapazität sich erhöht hat im Vergleich zu unseren ursprünglichen Planungen, wie stark die Kosten gesunken sind, dann gibt es in der Tat die optimistische Annahme, dass das auch für diese grünen Technologien passieren wird, die heute das grüne Premium nach wie vor verlangen, auch wenn es da wirklich noch ungelöste technische Fragen auf dem Weg dorthin geht. Und vielleicht Tesla einfach mal als ein Beispiel zu sagen, es gibt First Movers und Unternehmen, die sich früh in dem Feld betätigt haben. Ich glaube, es ist immer gut, sich in Erinnerung zu rufen, dass das erste voll elektrische Auto von Tesla 2008 produziert wurde. Natürlich ist das keine ganz gemütliche Erfolgsgeschichte gewesen. Jeder von Ihnen, der die Unternehmenshistorie verfolgt hat, kennt die Momente, wo Tesla kurz vor dem Bankrott gestanden ist. Aber wenn Sie sehen, wie die Industrie nachgezogen hat auf der Automobilherstellerseite, Sie könnten das gleiche Bild ja aber auch für die Zulieferer malen und hätten einen ganz ähnlichen Effekt. Ich glaube, gibt es schon einen Grund zu sagen, früh dran zu sein, kann sich da auch lohnen. Die Unternehmen, für und mit denen wir arbeiten, schauen heute ganz oft auch aus dieser Talentperspektive darauf. Viele Öl- und Gasunternehmen, die Ihnen sagen, es ist unendlich schwer, Talent für ihre Unternehmen zu begeistern. Unternehmen, die da sehr engagiert sind, die sagen, sie bekommen sehr, sehr kritische Nachfragen von den gerade jungen Menschen, die sie anstellen wollen. Und vielleicht einfach nochmal, um ein zweites Aspekt rauszunehmen, ihre Finanzierungskosten am Kapitalmarkt sinken in dem Moment, wo sie auf der Klima- und Nachhaltigkeitsseite sehr viel weniger Risiko und mehr Aktivitäten vorweisen können. Und damit würde ich einfach an Sie zurückgeben. Ja, wunderbar. Sie haben das ja beide betont, wie umwälzend diese Entwicklung ist. Also vielleicht die größte industrielle Umwälzung seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland. Haben Sie das Gefühl, wenn Sie mit den Unternehmen sprechen, dass das da in der Tiefe angekommen ist? Ja, und ganz ehrlich, das Maß, in dem Sie von Vorständen und Vorstandsvorsitzenden sehr präzise Fragen kriegen. Es gibt ja oft so das Vorurteil, naja, die wollen so ein bisschen Greenwashing machen und soll halt schicker aussehen, aber eigentlich möchte jeder genauso weitermachen. Ich glaube, die zwei Themen, die wir stark hören, ist die Frage nach echtem Wettbewerbsvorteil, den Sie dadurch generieren können. Die andere Frage ist die Frage, wie mache ich es denn? Also nicht nur, wie bekomme ich ein Ziel hin, das sozusagen adäquat ist und das auch im Vergleich zum Wettbewerb gut ist, sondern so ganz praktische Fragen, wie verankere ich Umweltziele und Klimaschutzziele im Bonus meines gesamten Vorstandes? Und das Maß, in dem CEOs selber Wissen aufgebaut haben, ist teilweise durchaus sehr beeindruckend. Gut, wir kommen gleich noch mal ein bisschen auf die Unternehmensebene. Diese Ziele, die Sie da gezeigt haben, die waren ja schon für alle, die hier sitzen, wahrscheinlich ziemlich, ziemlich frappierend. Von 2023 an keine Öl- und Gasheizung mehr einbauen. Von 2030, da sollen wir also alle Elektroautos schon besitzen. Noch nicht besitzen. Oder nur kaufen und dann die Ladestation aber schon griffbereit haben. Wie realistisch ist das in Ihren Augen? Was sind denn da die Bereiche, wo wir noch wirklich am weitesten davon weg sind? Also ich glaube, was man schon ehrlich sagen muss, ist, dass diese Ziele und die Dinge, die dafür jetzt passieren müssen, in jedem Sektor sehr weit am Rande dessen sind, was man sich jetzt vorstellen kann, was in 8 Jahren tatsächlich in Deutschland passiert. Meine Sicht darauf, das ist jetzt eine persönliche, ist ehrlich gesagt, dass das wird alles passieren.
Das wird wahrscheinlich in keinem Sektor ganz genauso schnell passieren, wie es passieren müsste, um unsere Ziele zu erreichen. Wie weit wir am Ende jetzt neben dem Ziel landen oder nicht, wird sehr entscheidend davon abhängen, was wir jetzt im Prinzip diesem und nächstem Jahr machen. Weil das sind die Jahre, in denen wir die Trajektorie dahin formieren müssen. Es gibt ein paar Sachen, bei denen kann ich mir vorstellen, dass jetzt vor allem der Hochlauf am Anfang sogar eher noch schneller passiert. Dazu gehört zum Beispiel die Elektrifizierung im Verkehr, wo es ja mittlerweile so ist, dass wir eher ein Angebotsproblem haben und die Nachfrage eigentlich schon höher ist. Ich glaube, es gibt nicht einen Sektor, wo wir total hängen und in den anderen nicht. Ich glaube, das Problem ist eher eins des insgesamt enorm hohen Anspannungsgrads. Mhm. Bei diesen starken Zielen, man muss die Leute ja auch dazu bringen, das dann auch mit umzusetzen. Da gibt es verschiedene Wege, wie man das machen kann. Der einfachste sind sicherlich Verbote. Rechnen Sie damit, dass die Politik stark, wenn sie sieht, wir kommen da nicht mit anderen Mitteln hin, auf Verbote und so eine Form der Regulierung setzen wird? Zu sagen, morgen gibt es halt einfach keinen Verbrenner mehr? Ich lasse Herrn Burchert mal gleich was zu den Verboten sagen, weil der sich mit der Regulierung viel besser auskennt. Ich würde dennoch mal auch noch mal die Lanze brechen für die Attraktivität des Angebotes. Ja. Und mein Zeitgeschichte-Professor hat immer gesagt, der Zeitzeuge sei der schlimmste Feind des Historikers. Ja. Ich glaube, auch in dem Moment geht es. Also wenn ich überlege, müssen wir alle kurz nachdenken. Nein, aber also wenn ich überlege, ich bin jetzt an zweimal dieses Jahr mit meinem Elektroauto von Oberbayern zum Skifahren nach Frankreich gefahren. Da habe ich 35 Minuten laden müssen auf der Strecke. Hätte ich Ihnen das vor 3 Jahren erzählt, hätten Sie gesagt, das ist Hokuspokus und wahnsinnig aufwendig und funktioniert nicht. Also wir glauben schon auch dran, dass die Attraktivität des Angebotes an der Nachfrage wahnsinnig viel ändert. Wird es Sie die ganze Strecke bringen? Sicherlich nicht. Und dann sind wir bei den Verboten. Ne? Ich meine, eine Wahrheit, die man schon aussprechen muss, wenn man sich dieses ganze Programm anschaut, ist, dass es gibt keine einfache regulatorische Antwort drauf. Worüber jetzt die unterschiedlichen politischen Lager immer traditionell reden, ist, okay, ich kann entweder CO2 bepreisen oder ich bezahle das den Leuten und fördere das oder ich verbiete ihnen halt die Status-Quo-Lösung. Keine dieser Lösungen wird isoliert in der Lage sein, dieses Problem zu lösen. Wir brauchen schon eine Kombination aus allen diesen Dingen. Die wir jetzt empfohlen haben, ist schon eher eine Kombination aus, die etwas mehr in Richtung Bepreisung und Förderung tendiert. Aber auch, ich glaube, wir sind ja wahrscheinlich in einem Publikum, das dem Ordnungsrecht eher nicht so positiv gegenübersteht. Es gibt Sektoren, wie zum Beispiel im Gebäude, wo der einfach so träge ist und wo ich so viel Geld gar nicht reinschieben kann, dass die Leute sich im Zweifel so sehr bewegen, wie sie es jetzt halt müssten, wo ein Ordnungsrecht wie das, was die Bundesregierung jetzt plant, ab kommendem Jahr nur noch Heizungssysteme mit mindestens 65% Erneuerbaren zuzulassen, was ja de facto ein Gasheizungsverbot ist, wo das einfach nötig ist. Und da wird man es dann auch machen müssen. Umgekehrt werden wir jetzt nicht die Stahlindustrie transformieren, indem wir ThyssenKrupp verbieten, Hochöfen zu betreiben. Gut, werden wir gleich in der Fragerunde mal sehen, ob das auf Anklang stößt mit dem Gasheizungsverbot oder nicht. Zoomen wir mal ein bisschen so rein. Sie haben vorgerechnet, 860 Milliarden müssen die Unternehmen investieren oder vor allem die Unternehmen bis 2030. Wo soll das ganze Geld herkommen? Ist das zum Großteil Geld, das anders investiert wird, das sowieso nötig wäre? Oder sind das wirklich 860 Milliarden Euro Zusatzinvestitionen? Das sind tatsächlich 860 Milliarden Euro Zusatzinvestitionen über den Erhalt des Status quo hinaus. Das heißt, das ist tatsächlich Geld, das wir zusätzlich aufbringen müssen. Und die Antwort darauf wird eine Mischung aus vielen Faktoren sein. Ich glaube, man muss schon ein bisschen abschichten, was diese 860 Milliarden Euro am Ende sind. Davon fällt die Hälfte im Stromsektor an. Für diese 400 paar Milliarden haben wir bestehende Umlagesysteme. Die werden am Schluss im Strompreis landen und werden dann von der Allgemeinheit über die Stromkosten getragen. Ladeinfrastruktur gibt es ein bestehendes Umlagesystem für. Es gibt aber auch Dinge, wo ich halt die bestehenden Mehrkosten jetzt, diese Mehrinvestitionen neu in einem Aushandlungsprozess zwischen der öffentlichen Hand in Form von Forderungen und dem Bürger oder dem Unternehmen aufteilen muss. Sie haben jetzt den Strompreis erwähnt, der ist ja in Deutschland
schon so nicht gerade günstig. Wir haben zudem mehr als 7% Inflation im Land, gerade für die, die ein bisschen weniger verdienen als wahrscheinlich die meisten hier im Raum, die heute hier sich so ein Ticket leisten können, für dieses eh schon eng. Ja, werden diese Kosten dann tendenziell erstmal weiter steigen, bevor sie dann vielleicht irgendwann sinken? Und wie schafft man es, dass die Bürger nicht auf die Barrikaden gehen, wie in Frankreich? Wenn direktional, ja, es gibt viele Dinge, die werden teurer werden. Energie gehört dazu, Strom zumindest leicht, Wohnen und Heizen damit gehört dazu. Material wie Stahl, Plastik, Zement wird erheblich viel teurer. Es gibt aber auch Sachen, die werden günstiger. Also derjenige, der in 2030 ein Elektroauto kauft, wird im Jahr weniger für Mobilität ausgeben als jemand, der heute einen Verbrenner besitzt. Und ich glaube, Leute überschätzen ein bisschen die Größenordnung dieses Effekts. Also ja, Strom wird teurer, aber Strom wird über 2 Jahrzehnte um 10-15% teurer durch diese Transformation. Ja, Stahl wird viel teurer, aber mein Auto wird dadurch nur um 1-2% teurer. Das sind trotzdem höhere Kosten, aber die Dimensionen dieser Kosten stehen jetzt über einen Zeitraum von Jahrzehnten in keinem Verhältnis zu 7% Inflation in 2022. Ich glaube, man darf ja auch nicht vergessen, dass die momentan durch die höheren Energiepreise hervorgerufene hohe Inflation ja in der Tat überhaupt nicht der Energietransition geschuldet ist, sondern dem Krieg in der Ukraine und einer Reihe von anderen Gründen, die damit erstmal nichts zu tun haben. Ich glaube, es sind zwei Aspekte wichtig. A, es gibt in der Diskussion natürlich immer wieder die Frage, wie bekommen Sie diese Transformation auf dem Weg zur Klimaneutralität sozial gerecht hin? Und wie reflektieren Sie in unserem Steuersystem und in Steuersystemen weltweit die Tatsache, dass arme Menschen in der Regel sehr viel weniger Energie verbrauchen, als wir das alles tun? Und gibt es Mechanismen, denen das zurückzugeben? Ich glaube, das andere, was wir zusammen mit dem Weltwirtschaftsforum auch, Herr Burchardt, ausgerechnet haben, ist zu sagen, was ist eigentlich das Premium auf vollkommen klimaneutrale Produkte? Ja, wenn die angeboten werden können, trotz der Komplexität der Lieferkette, dann ist es sind es 1-2 Euro für die Jeans, dann sind es 500 Euro für das Auto. Das sind also durchaus beherrschbare Dimensionen, die man jetzt momentan nicht gerade mit dem Energiepreisanstieg verwechseln sollte. Ja. Frau Wallenstein, wenn Sie mit den CEOs oder mit den absoluten Top-Managern sprechen, Sie sagen, das Bewusstsein, dass dieser Wandel nötig ist und sich vielleicht sogar rentiert, ist vorhanden. Aber gleichzeitig wissen wir alle, die Manager gucken täglich auf den Aktienkurs ihres Unternehmens. Sie kriegen einen Bonus, der relativ kurzfristig funktioniert. Das heißt, der Anreiz zu sagen, ach, ich mache jetzt erstmal weiter wie bisher und gehe jetzt kein großes Risiko ein, damit ich vielleicht in 5 Jahren dann ökologisch besser dastehe, der ist sehr groß. Gibt es dieses Denken, dieses Handeln? Naja, dahinter steht ja Ihre Annahme, dass Sie mit stärkerem Handeln für Klimaneutralität ein größeres Risiko eingehen. Und das würde ich grundlegend mal bestreiten. Kurzfristig. Also was auch kurzfristig nicht unbedingt, weil wenn Sie hingehen und sagen, so jetzt fange ich mal an, Plastik in meiner Wertschöpfungskette rauszuholen zum Beispiel. Ja, oder stelle ich meine Werke auf erneuerbare Stromerzeugung um oder erneuerbare Energiequellen. Und Sie gerade in den Bereichen, wo Sie erstmal damit Kosten sparen, ist es erstmal schwierig, einen Aufsichtsrat und Investoren zu finden, die das nicht gut finden. Umgekehrt, das Thema, worüber Entscheider in Vorständen sehr viel mehr klagen, ist Druck von Investoren. Und der geht momentan eher in die andere Richtung. Der Druck von Investoren ist oft sehr viel mehr zu sagen, wir wollen sozusagen den schmutzigen Kram ganz schnell raus. Dasselbe ist ja die Frage, haben Sie irgendwo Kinderarbeit in Ihrer Lieferkette? Haben Sie andere ethisch fragwürdige Praktiken? Und die Diskussion, die wir mit Entscheidern haben, ist eigentlich eher, das Ding ist wahnsinnig komplex. Weiß ich, was da passiert bei meinen Lieferanten? Ich werde da in Zukunft aber dafür in Frage stehen. Und habe ich die Leute im Unternehmen, die kompetent sind, das rauszubekommen? Okay, ja. Schauen wir ein bisschen über die Grenzen hinweg. Der Herr Spohr, der Lufthansa-Chef, hat eben oben im Plenum berichtet, was es mit der europäischen Regulierung zum Teil auf sich hat, welche Folgen das hat. Ne? Also er brachte das Beispiel, wunderbar, wenn wir hier in Europa Klimaziele definieren und Aktionspläne. Es bringt aber nichts, wenn unsere Fluggäste dann nicht mehr in Frankfurt das Drehkreuz nutzen, weil es hier ein bisschen teurer dadurch geworden ist, sondern, weiß ich nicht, in Dubai umsteigen und so weiter. Sprich, was bringt unser Klimaschutz hier, wenn die Unternehmen sagen und auch die Kunden abwandern und sagen, wir machen das jetzt in Asien, da gelten andere Regeln, da ist es günstiger.
Also erstmal natürlich gibt es diesen Effekt. Ich glaube, Leute überschätzen maßlos, wie groß dieser Effekt und wie groß diese Gefahr tatsächlich ist. Nominell ist es absolut wahr. Wenn nur Deutschland seine Emissionen senkt und sonst niemand auf der Welt, dann sind die Emissionen der Welt um 2% gesunken. Das allein wird uns nicht retten. Ich würde zwei Gegenargumente anführen. Gegenargument 1, wir sind ein Land, das von Technologieexport lebt, das aktuell 80-90% seiner Energie importieren muss und das extrem niedrige Kapitalkosten hat. Wenn wir diese Transformation bei uns umsetzen, egal was der Rest der Welt macht, wird Deutschland in Bruttowertschöpfung betrachtet in 2045 besser dastehen, als wenn wir es nicht machen. Es gibt dabei Branchen wie die von Herrn Spohr, die wir auf dem Weg dahin schützen müssen. Das ist jetzt aber nichts, was wir uns nicht leisten können, wenn wir sowieso am Ende des Tages reicher sind. Das ist Argument 1. Argument 2, ja, die ganze Welt muss das mitmachen. Es muss aber auch irgendwann einfach mal jemand voranlaufen und dem Rest der Welt zeigen, wie das funktionieren kann. Und es gibt kein Land auf der Welt, das daran so ein großes Interesse haben sollte wie wir. Weil wir sind auch diejenigen, die an den Technologieexporten, die Investitionen in anderen Ländern am Ende auslösen, mehr zu gewinnen hat als andere. Und an den weniger an fossilen Energieimporten mehr zu gewinnen hat als zumindest andere große Volkswirtschaften auf der Welt. Was halten Sie denn von marktwirtschaftlichen Systemen wie Klimazölle, die ja auch diskutiert werden und eingeführt werden sollen, um eben solche Abwanderungen aus Europa, aus der EU zu verhindern? Ist das realistisch oder ist das nur eine Spielerei? Also vor 5 Jahren, muss ich gestehen, hätte ich noch nicht dran geglaubt. Heute halte ich es für annähernd an sicher, dass das so kommt. Das ist keine. Erklären Sie es vielleicht unseren Gästen noch mal kurz, wie das funktioniert, grob? In Deutschland werden, in Europa werden Industrieunternehmen ja, müssen CO2-Preise entrichten am europäischen Emissionshandelssystem. Und die EU will jetzt ein System einführen, das Importeuren von sehr emissionsintensiven Gütern, wie zum Beispiel Stahl, bei Import nach Europa eine ähnliche Belastung auferlegt pro Tonne CO2. Das ist die Grenzübergangssteuer. Das soll die Mehrkosten, die europäische Produzenten zukünftig tragen werden, durch diese Transformation und durch die europäische Regulierung, die Nachteile davon ausgleichen. Das ist kein perfektes System. Das wird steigende Materialkosten in Europa auslösen. Das schützt keine Exporte europäischer Unternehmen. Und es riskiert zumindest an anderer Stelle Handelsbeschränkungen auszulösen, deren Konsequenzen wir heute noch nicht abschätzen können. Aber auch da sehen wir uns so ein bisschen diesem Problem gegenüber, dass wir jetzt halt die Transformation in diesen Sektoren anschieben müssen. Ja. Und zumindest, also damit einher geht ja ein Gesprächsangebot an den Rest der Welt. Wenn ihr ähnlich ambitioniert reguliert, dann gilt für euch diese Grenzübergangssteuer nicht. Die beste Lösung ist immer noch, dass das alle in ähnlichem Tempo machen. Die ist halt aber Stand jetzt nicht realistisch. Gut, bevor ich jetzt gleich öffne für Ihre Fragen, möchte ich auf jeden Fall mit Ihnen auch noch über das Thema Russland und russischer Krieg sprechen. Da kommen wir nicht dran vorbei, weil es betrifft ja auch unser Thema, was wir hier haben, ganz zentral. Also ein großer Effekt des Krieges für die Unternehmen hier ist natürlich, dass eine große Unsicherheit entsteht. Und wir alle wissen, Unsicherheit ist Gift, wenn es darum geht, dass ein Unternehmen überhaupt investiert und noch dazu sich vielleicht groß verändert oder sehr große Investitionen in Gang setzt. Sehen Sie also diese neue Phase der Unsicherheit als grundsätzlich als Bedrohung für das Vorgehen der Unternehmen? Also grundsätzlich A, ja, und B, also es gibt ja tausende Gründe, warum das eine ganz beschissene Situation ist und ehrlich gesagt keinen guten dafür. Ja, und wenn Sie sowohl aus Sicht jeder europäischen oder globalen Regierung draufschauen, als auch jetzt aus Sicht jedes Unternehmens zu sagen, die grüne Transformation ist ein riesiges Thema, fallen Ihnen gesellschaftlich noch x andere ein, natürlich kommt das jetzt völlig zur falschen Zeit.
wird es eine Reihe, hat es auch ganz praktische Überschneidungen? Ja, also in der Arbeit, die wir letztes Jahr mit dem BDI gemacht haben, war ja auch eines der Themen, wie schnell brauchen Sie den Ausbau von Gaskraftwerken, sozusagen, ja, um den Exit aus der Kohle zu beschleunigen. Da haben wir natürlich letztes Jahr auf dieses Thema sehr anders geguckt, als wir dieses Jahr darauf gucken. Wir hatten letztens die Diskussion mit einem der Vorstände des Energieunternehmens, der sagt, na, aber wer soll denn diese Gaskraftwerke bauen? Weil ihr wollt ja, dass die möglichst kurz laufen und mit möglichst wenig Stunden. Das wird ja echt kein guter Investment Case. Jetzt schauen Sie da natürlich auch aus dem Blick drauf, wie Energieunabhängigkeit stattfinden kann. Wenn Sie momentan, das tun Sie ja sicher häufiger als wir, die Stimmung in der Bevölkerung anschauen, sagen ja 78%, der Ausbau erneuerbarer muss viel aggressiver passieren, genau damit wir Unabhängigkeit von russischem Gas kriegen. Das wird nicht uns im nächsten Winter helfen, logischerweise. Aber die Frage, wie vermeiden wir einfach die Verlängerung der Laufzeit von Kohlekraftwerken, ist natürlich der unmittelbarste Punkt, an dem die Themen zusammenhängen. Aber Kohlekraftwerke sind auch ein gutes Stichwort, weil daran sieht man ja auch, wie schnell politische Ziele wieder ins Wanken geraten können. Also die Ampelregierung wollte ja den Kohleausstieg möglichst bis 2030 schaffen. Sie haben das jetzt auch noch nicht komplett abgeräumt, aber doch schon ein bisschen wieder die Tür geöffnet, dass dann einzelne Kraftwerke vielleicht doch länger laufen, andere Kraftwerke mit vielen Emissionen in eine Reserve gehen, die dann im Fall der Fälle auch aktiviert wird. Das heißt, der Krieg kann auch die Prioritäten ganz schnell wieder verändern. Sehen Sie, dass die Politik da vielleicht den Klimawandel dann gar nicht mehr an erster Stelle stellen wird? Das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist halt eine Tatsache, dass wir zwei Probleme auf einmal lösen müssen. Das eine ist, wir müssen Emissionen senken. Das andere ist, wir wollen uns von russischen Energielieferungen unabhängig machen. Es gibt unglaublich viele Themen, wo diese beiden Ziele vollkommen deckungsgleich sind. Die Transformation im Gebäudesektor, Gebäude sanieren, auf Wärmepumpen umstellen, die Elektrifizierung der Industriewärme, das alles senkt auch Konsum von russischem Gas. Beschleunigung der Wasserstoffwirtschaft senkt Konsum von russischem Gas. Es gibt zwei Dinge in der Transformation, wo sich das tatsächlich widerspricht. Das eine ist die Umstellung der Stahlindustrie, die bisher geplant hat, ein Drittel ihrer Hochöfen zu schließen und dafür neue Anlagen zu bauen, die zunächst vor allem auf Erdgas und perspektivisch auf mehr Wasserstoff laufen. Die werden jetzt wahrscheinlich, wir sind noch relativ früh, aber werden jetzt wahrscheinlich eher etwas weniger Kapazität umstellen und dafür schneller Wasserstoff nutzen müssen. Und das andere ist die Transformation des Stromsektors, wo in der Tat die A-Lösung gewesen wäre, Gaskraftwerke als Backup zu nutzen und jetzt wahrscheinlich die Kohle noch etwas länger läuft. Ich glaube allerdings fest, dass es durchaus eine andere Technologiekombination gibt und Hebeln, mit denen wir trotzdem unsere Klimaziele erreichen, selbst wenn wir das so machen. Der Krieg oder die Folgen des Krieges, die liefern ja auch noch anderes Anschauungsmaterial. Und zwar hätte wahrscheinlich vor wenigen Wochen niemand gedacht, dass Deutschland mal ankündigen würde, dass wir innerhalb weniger Wochen, Monate unabhängig sind von russischem Öl, dass wir auf russische Kohle innerhalb, glaube ich, von 4 Monaten völlig verzichten wollen. Und auch beim Gas geht das alles auf einmal sehr viel schneller, die Reduzierung, als man das unter normalen Umständen jemals gesehen hätte oder erwartet hätte. Zeigt das, dass wenn der politische Wille für etwas wirklich da ist, dass es viel schneller geht? Oder anders gesagt, dass man vorher auch oft gute Ausreden hat, um Dinge eben nicht zu machen? Ja, Herr Pennekamp, ich würde genau diese Krise verbinden mit der anderen, durch die wir ja gerade halbwegs durch sind, und sagen, auch die Politik ist zu unglaublich viel Innovation in der Lage, wenn der Druck groß genug ist. Und ich würde die Pandemie als Beispiel nehmen. Ich habe die letzten 20 Jahre in Impfstoffen verbracht, sozusagen in meinem täglichen Job. Da sehen Sie ja auch, wir haben im Schnitt 11 bis 12 Jahre gebraucht, einen Impfstoff zu entwickeln, ja, bis der im Patienten war. Und wir haben das Ganze jetzt in 13 Monaten gemacht. Ja. Jeder denkt über die Innovationskraft der Biotech-Unternehmen nach. Es ist auch eine Innovation der Regulatoren gewesen, dass das der Zulassungsbehörden. Oft denkt man ja, naja, das sind ja auch runde Ecken gewischt worden, mit der Sicherheit wahrscheinlich nicht ganz so genau genommen. Das stimmt ehrlich gesagt nicht. Die Schritte, die wir durchlaufen haben, sind dieselbe wie in 12 Jahren. Aber da stand ganz, ganz viel Innovation der Regulierungsbehörden dahinter. Ich glaube auch ein Beispiel, dass unter enormem Druck wir dazu bereit sind. Und das stimmt mich eigentlich immer ein Stück weit optimistisch. Aber mich stimmt es auch ein bisschen pessimistisch. Warum braucht man dafür extra eine tödliche Pandemie oder einen Krieg? Sie sind die Berater, Sie müssen es doch eigentlich erklären. Wir hätten den Druck vorher auch so aufbauen müssen. Ja.
Ja, das Problem dieser Krise ist natürlich, dass sie sich über viele Jahrzehnte entfaltet und dass es diese unmittelbare Dringlichkeit nie im selben Maße geben wird. Mein Eindruck ist schon, dass wir als Gesellschaft, zumindest in Europa und auch unsere Politik, diese Dringlichkeit jetzt sehr viel mehr zu erzeugen bereit ist. Ob sie es im selben Maße zu erzeugen bereit ist wie bei einer globalen Pandemie und jetzt einem Krieg, werden wir die nächsten Jahre erleben. Gut, okay. Vielen Dank erstmal bis hierher. Ich gucke direkt mal in die Runde. Ich sehe 1, 2, 3 Hände. Ja. Wir machen das in der Reihenfolge und bitte warten Sie kurz, bis Ihnen ein Mikrofon gegeben wird. Da hinten wollten wir anfangen. Mhm. Vielleicht einfach aufstehen, genau, und erst dann sprechen mit dem Mikrofon, weil unsere Veranstaltung aufgezeichnet wird. Können Sie auch auf FAZ.net dann nochmal sich anschauen und dann ist auch der Ton der Fragen mit drauf, nämlich. Mhm. Danke. Ja, mein Name ist Schleicher. Ich wollte eine Frage zu dem Thema Carbon Leakage stellen. Sie haben ja die hohen Strompreise bei uns schon angesprochen, also die Strompreise in Deutschland sind mit die höchsten. Und ich habe die Befürchtung, dass aufgrund der hohen und noch weiter steigenden Strompreise, Sie haben ja gesagt, die Strompreise werden weiter ansteigen, es doch dazu kommen wird, dass einige energieintensive Industrien den Standort Deutschland verlassen müssen. Ich nenne mal ein konkretes Beispiel, also beispielsweise die Firma Wacker Siltronic, die hat Wafer hergestellt, die wurden mal in Deutschland hergestellt, aber die haben dann gesagt, okay, wir brauchen einen Strompreis von 2 Cent pro Kilowattstunde, das ist in Deutschland und Europa nicht darstellbar, also wir wandern aus nach USA, Kanada, da gibt es sehr viel Wasserkraft. Ich denke, es wird sich nicht nur auf solche kleinen Wirtschaftszweige beschränken, sondern ich fürchte da durchaus auch um die Chemieindustrie, um die Stahlindustrie, um die Aluminiumindustrie, Zementindustrie und so weiter und so fort. Die werden alle ihren Standort danach richten, wo der Strompreis am günstigsten ist. Vielleicht zwei Punkte dazu. Ich glaube, wir haben eine strukturelle Herausforderung jetzt in Deutschland. Und das ist die Antwort auf diese Herausforderung, die hat heute, glaube ich, noch kein Unternehmen. Und das ist jetzt erstmal ein sehr, sehr kurzfristiges Problem. Das ist völlig unabhängig von Klimaregulierung. Die Energiekosten in Deutschland jetzt strukturell höher sein werden. Der Referenzpreis für Gas für deutsche Unternehmen ist, wenn jetzt nicht morgen ein Regimewechsel in Russland passiert und wir wieder alle Freunde werden, ist jetzt auf LNG-Niveau. Das ist erheblich höher, als es in der Vergangenheit war. Und das ist eine Riesenherausforderung für das Geschäftsmodell von energieintensiven Unternehmen in Deutschland, die bisher ihr Geschäftsmodell auf relativ günstige Energie gesetzt haben, jenseits der Strompreise. Aber die sehr stromintensiven zahlen jetzt in Deutschland auch nicht besonders viel. Für dieses Problem ist die Transformation in Summe eigentlich eher eine Chance, weil durch mehr Elektrifizierung und durch Ausbau der Erneuerbaren wird dieser Effekt eher konterkariert. Und Strompreise werden jetzt nicht gegenüber dem heutigen Niveau steigen. Gegenüber dem heutigen Niveau erzeugen mehr Erneuerbare sinkende Strompreise. Sie werden gegenüber einem Status quo von vor 6 Monaten steigen. Trotzdem ist das eine Herausforderung, der wir begegnen müssen. Das müssen wir teilweise tun, indem wir diese Industrien dabei unterstützen, diese Transformation zu gestalten, mit öffentlicher Förderung, mit Entlastungstatbeständen und indem wir über Dinge wie, so unperfekt sie sind, eine Grenzausgleichssteuer, über Dinge wie Zement zum Beispiel lässt sich relativ einfach mit einer Quote lösen. Gebäude gehen nicht weg. Da ist das Leakage-Risiko begrenzt. Wenn man die mit grünem Zement errichten muss, dann wird er halt auch hier hergestellt. Eine Kombination aus diesen Dingen muss passieren, um dieses Risiko zumindest zu minimieren. Weg. Wir uns auch keine Illusionen machen, kriegen wir es nicht. Gut, danke. Nächste Frage, der Herr hier vorn. Vielen Dank. Ich heiße Alberts. Ich bin einigermaßen ratlos über Ihre Darstellung. Sie erklären, da sind 860 Milliarden zu investieren. Wie viel Kapital wird denn vernichtet in heutigen bestehenden Anlagen? Ich denke an die Kosten, die mit der
Abschaltung der Atomkraftwerke verbunden sind, ohne dass die Atomkraftwerke an ihrem wirtschaftlichen Ende waren. Zweiter Punkt. Sie haben erklärt, dass ja die 3%, die 2%, die wir Ausstoß haben, natürlich ein Problem sind. In Wahrheit ist es so, dass wir seit 1990 dass eines der Länder sind, die CO2-Emissionen deutlich zurückgeführt haben und gleichzeitig es Länder gibt, die ihre CO2-Emissionen um 300% erhöht haben. Was macht Sie eigentlich? Haben Sie eigentlich keine Angst davor, dass diese Transformation irgendwann 2040 stattgefunden hat, gewaltige volkswirtschaftliche Investitionen durchgeführt worden sind, aber die Menschen gar keinen Effekt sehen? Sie müssen ja denen dann erklären, der Effekt besteht darin, dass 2090 die Temperatur nicht 2,5 Grad mehr sind, sondern 2,6. Und dann sollen wir uns nach einer Milliarde oder einer Billion Investition an diesem Ziel erfreuen? Sie haben auch nicht die Frage beantwortet, und die ist ja ganz massiv vorhanden, welche Opportunitätskosten dieses Programm auslöst. Sie tun ja so, als würden nach einer Billion Investitionen die Welt sozusagen in einem neuen Licht erscheinen. Nein, wir haben statt 3.000 Windräder dann 12.000 Windräder. Wir haben Autos, ich habe das auch mal nachgerechnet, ich war dann von Düsseldorf nach Tegernsee gefahren, da brauchen Sie 2 Stunden mehr, wenn Sie die Batterie schonen und die notwendigen Regularien vorsehen, abgesehen davon, dass Sie nur im Sommer fahren dürfen, weil im Winter brauchen Sie noch 1 Stunde mehr. Und ich finde, ehrlich gesagt, diese Art und Weise, so nonchalant über Probleme hinwegzugehen, die sich mit diesem Programm naturgemäß verbinden, ehrlich gesagt, sehen Sie mir nach, ich finde es eine Zumutung. Okay, auch das, diese Wortmeldung nehmen wir natürlich gerne entgegen. Ich möchte kurz die Referenten aber insofern in Schutz nehmen, dass wir natürlich sehr beschränkten Zeitraum hier auch zur Verfügung haben. Wir können nicht auf alle Aspekte eingehen und ich kann auch sagen, dass in der Studie da natürlich sehr viel mehr noch drinsteht, die Sie geschrieben haben, aber jetzt gebe ich das Wort an Sie. Also nehmen wir es mal auseinander. Zur ersten Frage, vernichtetes Kapital ist in dieser Transformation im Verhältnis zu den 860 Milliarden nicht das große Problem. Das Ziel dieser Transformation ist ja eigentlich gerade, dass ich versuche, in Investitionszyklen einzugreifen. Wenn Leute ihre Gebäude sanieren, dann sollen sie richtig sanieren und auch energetisch. Wenn Leute ihre Heizung austauschen, dann sollen sie eine neue Lösung einbauen. Wenn Leute ein neues Auto kaufen, dann sollen sie zukünftig ein anderes kaufen, als sie das heute tun. Wenn Industrieunternehmen in eine Wärmeanlage reinvestiert, was es alle 20 Jahre ungefähr tut, dann müssen sie zukünftig in eine andere Anlage reinvestieren, als sie das heute tun. Es gibt sie trotzdem, die Kernkraftwerke sind ein Beispiel, die Hochöfen in der Chemie, in der Stahlproduktion sind es de facto auch. Die machen jetzt allerdings in Wert im Verhältnis zu diesen 860 Milliarden nicht die Welt aus. Die 860 Milliarden sind eine Erhöhung der deutschen Bruttoinvestitionstätigkeit um ungefähr 3% pro Jahr. Ish. Und was in meinen Augen ein bisschen ein Missverständnis dieser Zahl ist, ist, dass es eine Investition ist. Das sind keine Kosten. Investitionen sind aus volkswirtschaftlicher Sicht nichts Schlechtes. Es gibt Investitionen, die Nachteile auslösen, wenn sie Mehrkosten auslösen und dadurch Konsum an anderer Stelle reduzieren oder andere Investitionen outcrowden. Netto, auch das haben wir mal modelliert vor 4 Jahren, auch gemeinsam mit dem BDI, ist der BIP-Effekt dieser Transformation und dieser Investitionen für Deutschland positiv. So. Auf dem Weg dahin, und diese Wahrheit, die müssen wir irgendwann mal akzeptieren. Jetzt gibt es auf dem Weg dahin unglaublich viele Betroffenheiten, die wir managen müssen. Die Gefahr des Carbon Leakage von energieintensiven Unternehmen gehört dazu. Die finanzielle Belastung für Leute, die geringes Einkommen haben, die in einer unsanierten Wohnung wohnen, aus der sie nicht rauskommen, und ein altes Auto fahren, die jetzt mit CO2-Bepreisung belastet werden. Die müssen wir im Sinne einer fairen Transformation steuern. Dass das leicht wird, den Eindruck habe ich hoffentlich nicht erweckt, das ist definitiv nicht der Fall.
dass der Meinung, der wir halt sind, ist, dass wir das schaffen können und dass wir uns das auch leisten können als Land, wenn es uns gelingt, diese Belastungen fair zu verteilen. Weil netto wir mehr zu gewinnen haben. Und das ist jetzt erstmal wahr, unabhängig davon, was die Chinesen machen. Ja, und ich glaube sozusagen auf Ihre Frage von Investitionskosten und Stranded Cost. Ja, also wir sehen von Kunden in ganz wenigen Industrien ausgenommen überhaupt nicht die Angst vor Stranded Cost, sondern eigentlich eher die Frage, bin ich gut vorbereitet, im nächsten Investitionszyklus anders zu investieren? Also die wenigsten unserer Kunden sagen, ich reiße jetzt sozusagen hier gerade eine Pharmaproduktionsanlage ab und muss eine neue bauen. Ich glaube, die Opportunitätskosten sind in gewisser Hinsicht keine faire Betrachtung, weil jede Investition, die sie treffen, hat sozusagen Opportunitätskosten. Das ist ja was, womit Unternehmen jeden Tag umgehen, was nicht nur in der Grundtransformation der Fall ist. Gut. Mit Blick auf die Uhr, eine Dame hatte sich noch gemeldet mit einer kurzen Frage und mit der Bitte um eine kurze Antwort. Julia Eden, ich bin von Hause aus Chemikerin und war lange Jahre bei einem pfälzischen Chemiekonzern, der nicht weit südlich von hier ist, also Sie wissen, wovon ich rede, und wollte eigentlich eher als eine Frage Ihre Position unterstützen. Wir sind in einer Industrie, eine Chemieindustrie, die sehr nahe an Öl und Gas steht. Und uns ist klar, und der CEO dieses kleinen pfälzischen Unternehmens hat es ja auch gerade sehr laut gesagt, ja, was Gas abstellen im Moment bedeutet. Was ja nicht heißt, dass wir uns nicht vorbereiten. Gerade was Carbon Leakage anbelangt, ist etwas, wo wir sagen können, eine Raffinerie, einen Steam Cracker, kann ich nicht einfach von Europa verlagern. Auch nicht auf mittlere Frist. Das haben arabische Chemieunternehmen in den 70er Jahren probiert und sind gescheitert. Die haben dann in Europa investiert, trotz der sehr viel höheren Rohstoffpreise. Und genau das passiert im Moment auch. Wir werden Steam Cracker auf elektrische Beheizung umstellen. Und der Kooperationspartner, mit dem wir das tun, heißt SABIC, bekanntermaßen ein saudi-arabisches Unternehmen. Also wir sollten, wir haben so eine typisch deutsche Denkweise manchmal, ja, das ist alles unglaublich schwierig und es wird uns nicht gelingen. Aber außerhalb unseres Landes und unseres Kontinents ist die Awareness zum Teil schon sehr viel weiterentwickelt, als wir die ganze Zeit glauben. Und selbst bei einem solchen ölgesteuerten Konzern, der auch noch einer Königsfamilie gehört. Gut. Ja, vielen Dank. Das waren jetzt schon sehr optimistische Schlussworte fast, würde ich sagen. Erlauben Sie mir eine allerletzte Frage. Berater sind ja nicht dafür bekannt, häufig an einem Ort zu sein, sondern fliegen auch viel umher und sammeln viele Flugmeilen und CO2-Emissionen. Wann ist BCG denn selbst klimaneutral? Also mein Meilenkonto hat unter den letzten 2 Jahren tatsächlich ziemlich gelitten. Also Antwort darauf, klimaneutral, jetzt im Sinne eines, dass wir unsere Emissionen offsetten, sind wir schon heute. Und das fällt uns durch die Pandemie sehr viel leichter, werden in Zukunft nie wieder zu einer Welt von vor Covid zurückkehren. Ja. Diese Selbstverständlichkeit, dass Teams bei Kunden sind, die wird so nicht wiederkommen. Das heißt, wir werden sehr viel weniger fliegen. Wir werden, da gibt es gerade, also in manchen Ländern machen wir es schon, wir werden einige eigene grüne Kraftstoffe kaufen, um für die Strecken, die wir fliegen, auf grüne Alternativen umzustellen. Und das Commitment, das wir zumindest abgegeben haben, ist, dass wir bis 2030 wahrscheinlich deutlich früher alle Emissionen, die dann noch übrig bleiben, mit negativen Emissions-Offsets wieder der Atmosphäre entziehen. Zum Beispiel mit Direct Air Capture, da haben wir jetzt gerade mit Climeworks eine Kooperation zu abgeschlossen. Also von daher, wir co-investieren durchaus in der ganzen Reihe dieser Technologien, haben uns das auch gerade weltweit angeschaut. Flüge sind natürlich unser größtes Problem. Ja. Ehrlich gesagt, für uns natürlich auch mal der erste riesige Schritt war schon vor Jahren eine radikale Reduzierung von Flügen zu internen Meetings. Wir stehen ja aber auch Unternehmen gegenüber, die exakt das auch vorhaben. Ja, also von daher gleichen sie sich in der Art, wie sie arbeiten, eigentlich sehr an. Gut, dann würde ich doch um einen Applaus bitten für unsere beiden Gäste und bedanke mich für Ihr Kommen, bedanke mich für die Diskussion und ich glaube, oben geht es gleich schon wieder weiter mit dem nächsten Vortrag. Weiter geht's.